Der DAX ist gerade weiter auf Rekordkurs. Kommt jetzt der heiße Börsenherbst? Bei mir Robert Halver von der Baader Bank. Ja, geht es jetzt immer weiter hoch für den DAX? Nicht immer weiter, es wird auch volatiler, schwankungsanfälliger sein. Aber man muss es ja klar benennen, wir haben die Geldpolitik nach wie vor in Europa, die auf der Überholspur ist. Auch wenn sie vielleicht sogar tapert, weniger Liquidität die Märkte pumpt, aber es gibt immer mehr Liquidität, die angelegt werden muss. Wir haben in den USA Aussicht auf Steuersenkungen, das ist sehr positiv. Und zumindest könnte man sagen, dass Jamaika durchaus ja einen gewissen Charme hat. Jedem Anfang wohnt ein besonderer Zauber inne. Wenn zumindest Grüne und die FDP in puncto Einwanderungsgesetz, in puncto Bildung, Digitalisierung, Reformen machen wollen, ist das schon mal sehr positiv. Allerdings gibt es einen Hinkefuß. Es darf eben nicht der Hurricane Horst aus Bayern kommen, der dafür sorgt, dass hier diese Koalition zu lange braucht, bis man sie installiert hat. Denn Deutschland hat stabile Verhältnisse, die wollen wir weiterhaben. Heißt das aber, dass da vielleicht noch so ein paar Unsicherheiten kommen könnten für die Aktienmärkte, oder ist das im Prinzip nicht das große Event hier? Wir haben Unsicherheiten, aber man sagt ja immer, politische Börsen haben kurze Beine. Ich weiß, ein Börsenkarlauer, 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber man will schon sehen, dass schon irgendwo klar ist, Richtung Weihnachten, da gibt es eine neue Regierung. Es darf nicht zu lange dauern. Und wenn man den Eindruck hat, die stehen sich weiterhin spinnefeind gegenüber, dann haben wir ein Problem. Aber ich denke ja, die Vernunft ist bei 4 Parteien durchaus ausgeprägt. Was heißt das jetzt alles für Anleger? Ist momentan ein guter Zeitpunkt einzusteigen, wenn die Kurse nach oben gehen, oder ist das im Prinzip schon zu spät? Anleger sollten 2 Dinge tun. Erstens, ihre regelmäßigen Aktienansparpläne weiterführen. Das hat sich ja bisher auch sehr bezahlt gemacht. Und sollte es auch mal einen Dip nach unten geben, eine Konsolidierung, kann man auch mal mit größerem Geld wieder reingehen. Aber ich sehe jetzt nicht, wo abseits von Nordkorea, und da glaube ich auch, da gibt es keine Eskalation, ein wirklich massives Risiko herkommen sollte. Wir haben nach wie vor ein Thema, Anlagenotstand. Die Liquidität steht bis Oberkante, Unterlippe. Die muss angelegt werden und dafür braucht man Aktien. Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Danke Ihnen. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier vom Frankfurter Börsenparkett.